Die Jungs sind zurück auf dem Trainingsgelände. Für die zweite Einheit unter Miro Klose öffnete der SCRA Campus für interessierte Medienvertreter seine Tore. Man merkte dem neuen Trainerteam sofort an, dass sehr auf die Kommunikation geachtet wird. Co-Trainer Slaven Skelicic, welcher ebenso neu in Altach ist, erläutert die Vorgangsweise. Ja, wir versuchen unser Bestmögliches, so schnell wie möglich alle kennenzulernen. Deswegen haben wir auch das veranlasst, dass wir mit jedem Spieler persönlich reden. Das war uns sehr wichtig, dass wir einfach auf den Menschen eingehen, dass wir auf, wie er tickt, wie er triggert, was ihn bewegt, was findet er gut, was findet er schlecht, auf welcher Position sieht er sich, dass wir einfach die Jungs kennenlernen, auch von der menschlichen Seite, und das war uns wirklich sehr, sehr wichtig. Seit dieser Vorbereitung weilt auch Stürmer Guy Dahan im Rheindorf. Sichtlich erfreut zeigte sich der israelische Angreifer über die Neubesetzung der Trainerposition. I'm very excited he's come to here, and for me it's a legend to learn from the legend, and only to speak with him, it's for me it's big, and I want to learn and work hard and play very good. Wenn man ganz genau hingesehen hat, konnte man auch neue Linien am Rasenplatz beim Campus erkennen. Auch hierfür gibt es eine logische Erklärung. Ja, die neuen Linien sind einfach, dienen so ein bisschen zur Orientierung für unsere Spielphilosophie, dass die Jungs sozusagen sich besser orientieren können, und hat auch noch eine kleine Bewandtnis, wenn wir sozusagen kleinere Felder brauchen oder verschiedene große Felder brauchen, dass praktisch schon Linien eingezeichnet sind. Aber in erster Linie geht es um Spielphilosophie mit und ohne den Ball, dass die Jungs sich auf dem Feld gut orientieren können, weil das auch wichtig ist. Bereits am Samstag wird Miro Klose das erste Mal bei einem Testspiel an der Seitenlinie stehen. Ab 16 Uhr kann man sich gegen den FC Luzern dann mehr ein Bild davon machen, wie die angesprochene Spielphilosophie umgesetzt werden sollte. Gespielt wird in Schruns, Karten sind um 8 Euro vor Ort erhältlich.